Hallo alle miteinander, wie geht's, wie steht's? Hier ist euer Yoshi Gamer und ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deponia! Yay! Ja Leute, ich habe ein bisschen nachgeforscht, weil ich ja wirklich ziemlich wieder am Grübeln war. Und tut mir auch echt leid, dass ich das mache, dass ich so ab und zu mal wirklich nachschauen muss, weil ich echt nicht weiterkomme. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich weiß jetzt genau, was wir tun müssen. Wir haben ja, oder besser gesagt, ich habe herausgefunden, also ich konnte noch mal einen Ballon mit Lachgas füllen und habe dann den Haken dran gemacht. So. Und es ist eigentlich keine schlechte Idee, weil wir haben ja oben diese Schutzkappe, ne, damit wir das Haus überfluten können von Wenzel. Warum stecken wir den Ballon nicht einfach da rein? Und der macht das dann für uns. So. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Ah, es kommt noch was. Das kommt noch. Jetzt gehen wir raus zum Wassertank, drehen das Rohr um. Putz. So, die Klappe macht den Rest und wir kippen das voll. Und uns dabei helfen werden immer noch die Löcher unten im, unten drin. Der arme Wenz, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden, dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise... der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha. Ich bin reich. So, jetzt können wir die Wünschelrute nehmen. Endlich gehört das, was unser Vater uns vererbt hat, uns. Und wenn es ist weg, das gefällt mir gar nicht. Jetzt gehen wir zum Rathaus. Und da kommt der Arsch durch. Ah, Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Okay, dann gehen wir mal zum Büro des Bürgermeisters. Und geben dir eine schöne Rede ab. Damit wir auch Gold bei uns aufnehmen können. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters.
Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Okay, versuchen wir mal. Also. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Okay, Junge. Das war doch mal ein Wort. Ja, gut. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Okay. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Ja, gut. Ja. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Okay, was können wir hier alles begutachten? Ein Glas. Okay. So. Wir haben ein Glas. Okay, schauen wir mal weiter und... Mal schauen. Guck mal, vielleicht einwohnt uns niemand. Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Okay. Fernschreiber, klicken wir mal. M-A-C-H-T-S G-U-T I-H-R I Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Was kommt da wohl raus? Okay. Wir klingeln mal. Wir wecken den Typen nochmal auf, vielleicht ist er. Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Mit einem Kissen? Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ja, das wissen wir. Das Zeichen kennen wir doch irgendwo hier. Hatte das... Das war doch auf der Kiste von seinem Vater drauf. Vielleicht... Jawoll! Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Hä? Hast du denn jetzt... Hm.
haben wir den Schlüssel jetzt aufgenommen. Hä? Achso, oh ja, ja, auch nochmal, 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 nochmal. So, jetzt nimmst du bitte mal den Schlüssel. Wunderbar. Ein Schlüssel? Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Na, das ist keine gute Idee, Rufus. Den müssen wir wahrscheinlich da reinstecken. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Genau, mach eine Schublade weg, damit wir hinkommen. Bleh, das schmeckt wie der Hustensaft, den mir Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Okay, sonst haben wir, glaube ich, hier gar nicht mehr, oder? Ja gut, würde ich sagen, wir verschwinden mal. So. Ich kann nicht empfehlen, Sie in diesen Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus! Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Das werden wir sehen, Kumpel. Wir werden hier aufwachen. Aufwachen, ja schon. Aufwecken. Das schwöre ich dir, Kumpel. Aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Ghoul aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Ghoul, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an, ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich, ich habe eine Wasserader im Keller, du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her, genauso wenig wie Ghoul. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Okay, hier können wir nur wenig machen. Das würde Brandmeister... Ich behalte die... Okay, nee, funktioniert nicht. Okay, wir nehmen wieder aus. Schauen wir mal, vielleicht können wir ja jetzt...
Mit dem Schnaps irgendwas da machen. Ich will mit Wenzel. Okay, ein Glas vielleicht? Ich will mit Wenzels. Okay, auch nicht. Ich will mit Wenzel. Okay. Okay, wir gehen nochmal raus. Das Glas können wir doch sicher mit irgendwas füllen. Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Ach so, krass. Ah, alles klar, da war kein Schnaps drin, da war... Ah, Leute, wir kommen weiter. Wie war das? Falscher Gedanke. So, jetzt da wir klares Wasser haben. Obwohl, wir können ja nicht alles in ein Glas tun, glaube ich, oder? Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Okay, wir haben jetzt energiereiches, klares Wasser. Ah, Leute, ich habe eine Idee. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Okay, wir gehen nochmal zur Notfallstation. Mal kurz, wir schalten mal einen höher. Also, das ehrt mal keinen Grund nach. Okay, nein. Ich spare mir meine. Auch nicht. Vielleicht mit der Fußfessel. Da besteht keine Fluchtgefahr. Fußfessel ist denn da? Ich meine, was kann man damit machen? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich kann das Ding nicht mehr. Da vielleicht irgendwas? Also, das Erdmagnet, kein Grund. Nee, okay. Okay. Dann gehen wir weiter. Keine Ahnung, okay, jetzt bin ich wieder plemplem. Überlegen wir mal. Wir haben ein Dartpfeil, Ballons. Rezept haben wir zum Gucken noch. Jetzt haben wir klares Wasser. Energiereiches Wasser ist für uns das Problem der Flüssigkeit und das Aufputschmittel. Das Aufputschmittel. Denke ich mal, kriegen wir irgendwie hier vielleicht. Wahrscheinlich bei Dr. Gizmo, aber ich wüsste nicht. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Okay, ja, ist auf ihr Recht. Okay, gucken wir mal auf. Wir nehmen eine Flüssigkeit, kriegen wir wahrscheinlich irgendwie aus Blut von Stieren. Ha, ja, und der Stier, aber wie soll man an das Blut kommen? Ich spare. Okay. Ja, gut, war ja ein Versuch wert. Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Wir können die Fußfessel ja nicht da reinpacken, weil sie zu breit ist. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Ich glaube, wenn wir da jetzt... Ja, dann geht er nämlich runter. Fußfessel können wir aber nicht. Da besteht keine Fluchtgefahr. Nee, können wir nicht. Okay. Können wir das nicht vielleicht.
Also, das ist kein Grund. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Niemals. Mein Invent und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Okay. Überlegen wir mal, was haben wir noch so? Wir gehen mal hier ran, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Du warst hier! Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, die Zeit ist auch schon bald rum. Ich würde sagen, ich beende erstmal diesen Part hier. Wir sind immerhin ein wenig weiter gekommen. Und wir haben auch hier, haben jetzt endlich mal klares energiereiches Wasser bekommen. Jetzt fehlt uns nur noch belebendes Wasser und Aufputschmittel. Wo wir das herkriegen, werden wir aber wahrscheinlich erst im nächsten Part herausfinden, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst dann nicht, mich zu abonnieren. Und gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn euch, wie schon gesagt, das Video gefallen hat. Würde ich sagen, Leute, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Deponia. Ciao, ciao. Yahoo!